Die Parabel p mit der Gleichung y ist gleich 2x plus x plus 2 wird mit dem Vektor v gleich 2 minus 5 auf die Parabel p' verschoben. Bestimme die Gleichung von p'. Um sich das mal grafisch vorzustellen, eine kleine Skizze dazu. Also wir haben hier das Koordinatensystem, dann haben wir die Parabel p mit 2x² plus x plus 2, die sieht vielleicht dann so aus. Und jetzt heißt es, diese Parabel soll mit dem Vektor v gleich 2 minus 5 auf die Parabel p' verschoben werden. Man stelle sich vor, man nimmt irgendeinen beliebigen Punkt dieser Parabel, verschiebt den um 2 nach rechts und minus 5 nach unten und landet dann auf einem verschobenen Punkt. Und dadurch geht die ganze Parabel wieder. Das heißt, die sieht dann vielleicht jetzt so aus. Und es ist natürlich die Frage, welche Gleichung oder welche Parabelgleichung besitzt diese gesuchte Parabel. Okay, im Prinzip funktioniert es genauso, wie ich jetzt hier angedeutet habe. Man nimmt hier einen beliebigen Punkt auf der ersten Parabel und verschiebt sie dann mit dem Vektor auf die zweite Parabel. Zuerst brauchen wir den Punkt auf der ersten Parabel. Dann nehmen wir einen ganz allgemeinen Punkt, also keine Koordinaten fest auswählen, sondern noch allgemeiner. Einfach x-Koordinate bleibt x und die y-Koordinate ist jetzt nichts anderes als die Parabelgleichung, die uns zur Verfügung steht. Also 2x² plus x plus 2. So, wie jetzt in der Zeichnung zu sehen ist, wir verschieben jetzt diesen Punkt p um den Vektor v. Damit wir das machen können, müssen wir natürlich das noch in einen Ortspfeil umwandeln. Das geht im Prinzip ganz einfach. Man schreibt OP als Ortspfeil vom Punkt p. Doch ist gleich. Und jetzt kommt hier im Prinzip genau das Gleiche, nur dass wir es übereinander schreiben. 2x² plus x plus 2. Also x und 2x² plus x plus 2. Das obere ist ja die Verschiebung in x-Richtung, das untere ist die Verschiebung in y-Richtung. So, wenn wir jetzt den Ortspfeil haben, können wir den ganz normal mit dem Vektor v addieren, also eine Vektoraddition durchführen. Und was da rauskommt, entspricht dem Ortspfeil von unserem Punkt p'. Also können wir jetzt sagen, der Ortspfeil vom Punkt p' lässt sich zusammensetzen aus dem Ortspfeil vom Punkt p plus dem Vektor v. Also setzen wir ein. Für den Ortspfeil von OP' kennen wir momentan noch nichts. Also nennen wir die einfach mal x' und y'. Ja, also eine x-Koordinate und eine y-Koordinate. Da die aber unterschiedlich ist zu meinem hier oben, zu dieser x- und y-Koordinate, gebe ich denen einen anderen Namen, zum Beispiel jetzt x' und y'. Könnte man auch x1 und y1 nennen oder halt irgendwie ganz anders. Beim Verschieben nennt man sie meistens x' und y'. So, setzen wir ein. Der OP ist ja bekannt, der steht hier oben mit x und 2x² plus x plus 2. Plus und der Vektor v haben wir jetzt in der Angabe drin mit 2 minus 5. Okay, da erhält man jetzt im Prinzip so zwei so Gleichungen rein, wenn ich jetzt einfach mal einen Strich reinzeichne. Ja, ich habe eine Gleichung mit x' und x und 2 und ich habe eine Gleichung mit y' ist gleich, das hier, das ist ja die y-Koordinate gewesen von unserem Punkt p und minus 5. Und genau so wird es jetzt im Prinzip auch aufgeteilt. Man bildet die Gleichung 1 mit x' ist gleich x plus 2. Und man bildet eine Gleichung 2 mit y' ist gleich 2x² plus x plus 2 minus 5. So, jetzt sieht man vielleicht schon, ich habe hier ein x mit drin und ich habe hier ein x mit drin. Und tatsächlich funktioniert es jetzt so, dass ich eine der beiden Gleichungen nach x auflösen muss und in die andere einsetze. Und was da dabei herauskommt, ist eben die gesuchte Parabelgleichung. Ja, genau. Am einfachsten ist es immer, die erste Gleichung aufzulösen, weil man sieht schon, in der zweiten Gleichung haben wir ein x² mit drin. Das aufzulösen wird schwer. In der ersten Gleichung kriegen wir es über eine ganz, ganz einfache Umformung hin, nämlich indem wir einfach rechnen minus 2. Und dann folgt für die Gleichung 1x' minus 2 ist gleich x. Und das lässt sich jetzt gleich in Gleichung 2 einsetzen.
also 1 in 2 eingesetzt. Heißt jetzt, ich ersetze alle x der zweiten Gleichung durch das, was ich hier stehen habe, also durch x minus 2. Dann folgt daraus, y ist gleich 2 mal, so, dieses x hier wird jetzt ersetzt durch x Strich minus 2 zum Quadrat plus dann dieses x hier wird durch x minus 2, x Strich minus 2 ersetzt und hinten dran plus 2 minus 5 sind minus 3. So, und jetzt gilt es noch, diesen Term zu vereinfachen. Erst das Quadrat auflösen, also 2 mal, und jetzt haben wir x-Quadrat, das ist eine binomische Formel, als erster Quadrat, dann zweite binomische Formel minus, 2 mal erster mal zweiter, 2 mal 2 sind 4 mal x, und zweiter zum Quadrat wäre plus 4. So, dann die zweite Klammer auflösen, ist eine Plusklammer, also können wir sie einfach weglassen. Und hinten dran noch die minus 3. So, jetzt hier noch durchmultiplizieren. 2 mal x-Quadrat sind 2x-Quadrat. 2 mal minus 4x sind minus 8x. Und 2 mal 4 sind 8. Dann haben wir hier noch einen x und minus 2 minus 3 sind minus 5. Und jetzt noch ein letztes Mal vereinfachen und gleich sortieren. Da haben wir hier 2x-Quadrat. Minus 8x plus x sind minus 7x. Und 8 minus 5 sind 3. Also ist die Gleichung meiner verschobenen Parabel nichts anderes als 2x Quadrat minus 7x plus 3.